Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was wir jetzt letztes gemacht haben. Ich glaube, es war entweder die Sache mit Jack oder die Sache mit Tali, wobei ich eher glaube, dass es die Sache mit Tali war. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal die Nachrichten lesen. Von Leslie. Ich bin Leslie, ich war auf Aya. Das Essen machte mich krank. Die Ärzte helfen mir jetzt. Ein Arzt kennt Jacob. Er sagt, er kann ihnen das sagen. Er kann das für mich schreiben, aber ich will es selbst tun. Ich muss meine Worte benutzen. Meine Worte kommen zurück. Ich kann gut reden. Reden. Lesen ist schwer, aber es wird besser. Es muss besser werden. Taylor wollte, dass ich so werde. Wollte, dass meine Worte weg sind. Ich muss ihm zeigen, dass er verloren hat. Ich bin nicht schwach. Er hat mir Dinge angetan und jetzt kann er das nicht mehr. Er kann nicht meine Worte nehmen. Er kann nicht machen, dass ich nicht ich bin, weil sie und Jacob ihn aufgehalten haben. Danke, Leslie. Von Admiralitätsrat, Migrantenflotte, Commander Shepard. Tali Zora, was Neymars Gesuch. Um Versetzung unter ihr Kommando, das zusammen mit ihren Daten von Hillström bei uns einging, wurde vom Admiralitätsrat genehmigt. Sie wurde darüber informiert, dass hin und wieder zusätzliche Pflichten für die Migrantenflotte anfallen können, aber sie wurde freigestellt und kann selbst entscheiden, wann ihre Mission bei ihnen als abgeschlossen zu betrachten ist. Es war allein ihre Entscheidung, obgleich ihre Rolle als Quasi-Captain während ihrer Pilgerreise sie mit Sicherheit empfänglicher für Ersuchen von ihrer Seite gemacht hat. Der Admiralitätsrat vertraut darauf, dass sie ihr neues Crewmitglied mit dem Respekt behandeln, der einem verdienten Mitglied der Flotte zusteht. Sollte ihr aufgrund von Versäumnissen ihrerseits etwas zustößen, wird der Rat umgehend strenge Maßnahmen einleiten. Admiral Rael Zora, Admiralitätsrat der Migrantenflotte. So. Machen wir hier zwei Sachen. Einmal mit Tali reden. Und einmal mit Jack. Die haben wir beide hier unten im Unterdeck. Und da werden wir den mal suchen. Jack hat bestimmt auch irgendein persönliches Geplänkel, was wir ihnen mal helfen sollen. Aber... mal sehen. Backboard-Frachtraum. Hier runter. Müssen wir zu Jack kommen. Und da ist sie. Guten Tag, was hast du denn? In meinem Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte, hab ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder, sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Was wollten die damit erreichen, dass sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt, aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Die haben sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotiker machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Wie sind sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich hab alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich hab's geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pragia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde.
Ich will zum Zentrum der Anlage in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ein Angriff auf unsere Verbündeten gefährdet unsere Mission. Keine kluge Aktion. Die Akten sagen, die Anlage wäre nach meiner Flucht geschlossen worden. Sie steht seit Jahren leer. Es dürfte doch niemanden stören, wenn ich eine Müllhalde hochjage. Sie sind Ihr ganzes Leben damit zurechtgekommen. Warum muss es jetzt sein? Wie gesagt, ich habe die Koordinaten in Ihren Daten gefunden. Sie können nicht erwarten, dass ich mit solchen Informationen die Hände in den Schoß lege. Unsere Mission hat Vorrang. Wir fliegen hin, falls wir die Zeit dazu haben. Warten Sie nicht zu lang. Ich muss das bald erledigen. Ich muss. Ich wollte eigentlich ja drücken, hab mich aber leider verdrückt. Das tut mir leid, aber wir können ja immer noch die Mission machen. Techniker Daniels und Donnelly, den müssen wir auch noch reden. Sind wir im Kern, aber jetzt erstmal Tali. Mann, haben wir erstmal eine Folge, wo wir viel labern oder was? Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Wir hatten wirklich keine Zeit für ein Gespräch, während wir die Geth auf Haystrom erledigt haben, nicht wahr? Ich kann immer noch nicht glauben, dass alle anderen tot sind. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat der Flotte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat. Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandy wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Ich habe auf Freedom's Progress eine gewisse Spannung registriert und später wieder, als Sie zum ersten Mal an Bord kamen. Was ist zwischen Cerberus und den Quarianern vorgefallen? Sie haben die Edena angegriffen, eins unserer Schiffe. Sie wollten wohl einen jungen Menschenbiotiker, der sich an Bord befand, töten oder unter ihre Kontrolle bringen. Ich kenne keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass Cerberus sich damit das Volk der Quarianer zum Feind gemacht hat. Ich erwarte, dass sie uns irgendwann hintergehen werden. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Freut mich, das zu hören, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. Gut, dann haben wir jetzt erstmal hier normal gelabert. Aber, ich glaube, es gibt noch eine Funktion, wie wir mit ihr reden können. Sollen wir hier untersuchen gehen? Ja. Shepard, was kann ich für Sie tun? Gibt es irgendwelche Probleme mit der neuen Normandy? Bitte, Shepard. Ich bin eine Quarianerin. Sie geben mir einen Haufen Schrott, eine Platine und ein bisschen Element Zero und dieses Schiff macht Präzisionssprünge. Ich hatte Sorgen wegen der Zusammenarbeit mit den Technikern von Cerberus, aber die wissen, was sie tun und waren bisher sehr höflich. Wie läuft die Normandy? Man kann über Cerberus sagen, was man will, aber vom Schiffsbau haben sie Ahnung. Die Normandy läuft besser als je zuvor. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren standhält. Ich arbeite an einigen Ideen, die uns vielleicht helfen. Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Ganz genau, das werden wir tun. So, hier nur zwei Techniker, mit denen wir immer noch reden können. Donnelly. Heilige Scheiße, Commander! Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth, was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich mache eine Tour durchs Schiff, um meine Crew kennenzulernen. Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandy wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlampt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst. Wenn wir T6 FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer.
Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nash und Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod hat dieser hinterhältige Udina die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Wie sind Sie bei Cerberus gelandet, Ken? Sobald Sie weg waren, kamen die hohen Tiere von der Allianz und haben wie die Geier alles in Stücke gerissen, was Sie gesagt hatten. Ich habe Sie in aller Öffentlichkeit verteidigt und mit nichts hinter dem Berg gehalten. Das ist noch untertrieben. Wäre Kenneth nicht so ein begnadeter Techniker, hätten Sie ihn wegen Insubordination vors Kriegsgericht gezerrt. Dadurch wurde der Unbekannte auf mich aufmerksam. Er hat mir ein Angebot gemacht und jetzt bin ich hier. Wie war es bei Ihnen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen und die Normandie repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Was halten Sie von Cerberus? Eigentlich wissen wir über die Organisation so gut wie nichts. Wir kennen das Team der Normandy und unsere Mission. Und wir wissen, wer die Befehle gibt. Wir werden den Kollektoren volle Kanne in die Kronjuwelen treten. Mehr muss ich nicht wissen. Weitermachen. Jawohl, Commander. So, T6 FBA-Kupplungen brauchen wir. Dann fahren wir mal nach... Fliegen wir mal nach Omega. Und werden uns dann dort... Ja, alles klar. Commander, Morden hat um ein Treffen mit Ihnen gebeten. Jetzt wollen die alle ihre scheiß Nebenmission haben. Jack soll mir da helfen, Mann, Schmuggelfracht sicherstellen. Stimmt, das wollten wir auch noch machen. Sollen wir das jetzt machen? Bevor wir das vergessen, die Schmuggelfracht, und dann gehen wir das FBA-Kupplung holen, dann gehen wir Jack helfen und so weit. Die heiligen Worte. Ja. In Darata. Also. Darata, Cerberus Hotspot geortet. Auf dem Planeten Darata im Faria-System wird eine Schmuggelbasis von Eclipse vermutet. Cerberus ist an den dort gelagerten Materialien wahnsinnig interessiert. Jeder Agent, der unversehrte Kisten aus der Basis beschafft, wird dafür großzügig belohnt. Warnung, Eclipse zerstört die Fracht lieber, als sie einer rivalisierenden Organisation in die Hände fallen zu lassen. Bezahlung erfolgt nach Bestätigung, dass die Kisten wirklich intakt sind. Gut. Dann gucken wir jetzt mal, was in der Schmuggelware so abgeht. Eclipse-Soldaten. Ja, mit denen werden wir fertig. Und wir nehmen dafür mit Jack. Und Garrus. Wir haben einen Gruppenpunkt. Den lassen wir mal. Jack hat 4. Subject 0. Garrus spart. Und da landen die Normandie. Schwere Max zerstören. Bevor die... Wir wurden... Scheiße, ne? Alles drauf vor eine Belastung. Bumm! Zielverfolgung.
Das war's. So schnell ist dann auch Feierabend hier. Ja, es war natürlich viel zu offensiv, aber ich möchte natürlich auch die Kisten behalten und... Puh. Schwere Max, ich glaube, so wie ich das gesehen habe, waren das 4. Puh, 4 schwere Max, ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen. Garrus brauchen wir dann vielleicht doch nicht, dann nehmen wir vielleicht Grunt. Ja, Grunt nehmen wir mit. So. Bitte auch. So, jetzt gibt's ja. Gar nichts. Und jetzt hier. Sind wir schon down, oder was sagst du? Toll, nur 13 Kisten da. Ja, komm, ohne Witz, ist lächerlich. Ich kann hier nicht einen hier mit 3 Schüssen wegbomben. Entweder hau ich da 15 Schuss Scharfschützenmunition raus oder ich bratze da einfach da die ganze Zeit Maschinengewehrmunition drauf. Info, was kann der denn? Maschinenpistole, Schwerenpistolen. Schwerpistolen, Schrotflinten. Sturmgewehre. Schrotflinten. Erdschwerpistolen. Morden und Jack jetzt. Nur Morden soll ich vielleicht mal skillen. So, was haben wir hier? Entweder Gesundheit und Waffenschaden hoch. Ja, wir werden hier. Salarianischer Gelehrter. Die Verbrennung geht hoch. Also. Versuch Nummer 3. Ich sage euch, Leute, der Part wird nicht beendet, bevor hier wir das geschafft haben. Ja. Ah. Ich glaube, es wird doch erst im nächsten Part gemacht. Da würde ich sagen, beenden wir jetzt mal kurz den Part. Dann sind schon 19 Minuten rum. Dann machen wir es im nächsten. Bis dahin. Da sind wir wieder bei Mass Effect 2. Hier mit dem Kampf gegen die Scheißviecher. Anderen beiden halten so gar nicht zum Angreifen. Der wie ich hier oben festbacke, ist sehr süß. Das kommt jetzt gerade recht. Verbrennung. Schluss mit lustig. Wir müssen uns den nächsten pullen.
Ja, toll, kann ich nichts machen. Warum kommt das? Ja, doch, hat schon was gebracht. Immerhin ein wenig. Ne, diesmal nicht sterben. Ne. Okay, äußerst knappe Sache. Puh, wir laden es schnell auf. Ja, genau reingelaufen. Verteidigungssysteme aktiv. Go, 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 go! Ja, leck mich doch im Arsch. Nein! Nein! Okay, ich werde cutten, bis der letzte da ist. Ich sehe es nicht ein, dass ich hier die gute Aufnahmezeit dafür verblende.